Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer noch wunderschöne Menschen zu sehen, Friends. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir geben uns jetzt finally Mbappé von Capi, Farid und von Contra. Das Video zu Capital und Farid ist leider gesperrt. Für die Kanalmitglieder ist das online im Community-Tab. Ihr könnt gerne Kanalmitglied werden, wenn ihr mich supporten wollt. Dort werden immer alle gesperrten Reactions hochgeladen für euch. Dann halt mit einem Google Drive-Link. Und ihr könnt mich supporten und habt dann halt eben diesen Extra-Content quasi von den Videos, die eben gesperrt worden sind, leider. Aber ich hoffe umso mehr, dass dieser Song nicht gesperrt wird, weil ich sehr, sehr gespannt bin. Ich habe sehr Gutes darüber gehört, von meinen Kollegen schon, dass der Kontrapart sehr gut sein soll. Ansonsten habe ich noch nicht reingehört, aber es ist eine ungewöhnliche Kombination auf dem Papier. Aber mit dem Vorwissen, dass der letzte Song von Farid und Capital extrem geknallt hat, den fand ich wirklich sehr, sehr strong, hoffe ich, dass wir hier Ähnliches erwarten können. Gerade wenn der Kontra-Part sehr gut sein soll. Ihr wisst, ich mag alle drei sehr gerne. Und gerade die letzten zwei, drei Songs von Capi waren echt wieder strong, muss ich sagen. Also, die gingen in die ältere Richtung, aggressiver wieder ein bisschen. Ich fand den Part bei Farid auf dem Song sehr, sehr stark. Und freue mich jetzt hier drauf. Wir gucken ganz kurz rein. Das Ganze ist produziert von den üblichen Verdächtigen, die ich bis heute nicht aussprechen kann. Ich weiß, einer von den beiden ist Vincent Stein. Und den anderen, ich weiß es leider nicht, Bro. Es tut mir leid. Und von Lit Kid Beats. Den Namen lese ich zum ersten Mal, glaube ich. Ich bin gespannt, wir hören rein, Freunde. Let's go. Ey, ich will keine 10 Lambos. Ich will einen Gebrabus. Okay, Bruder, gib mir den Beat. Achso, der Beat ist ja schon an, ja. Okay, ey, Anfang sympathisch. Anfang actually sympathisch. Anfang sympathisch. Ist das Basketball-Trikot, was bei Farid in der Box drin ist? Ich glaube schon. Ist der Beat, ja? 3, 2. Halbe Mio lass ich bei KT. An meinem Hals hängt dein AMG. Du redest über mich in dein Café. Du redest über mich in dein Café, okay. Ey, aber erstmal muss ich sagen, ich finde den Anfang sehr, sehr, was heißt lustig, aber unterhaltsam. Ich mag das gerne, wenn Rapper so ein bisschen Charakter mit reinbringen. Das hat Capital gemacht am Anfang gerade. Der Beat ist angenehm. Bis jetzt noch bad. Okay, ja, okay. Ist jetzt keine außergewöhnliche Hook, ist eher eine standardmäßige Kapitalhook, würde ich bis jetzt sagen. Ey, aber das fühle ich auch. Erstmal smarter Move, das einzubauen, damit Leute auf Spotify hören und nicht wieder MP3-mäßig runterladen von YouTube. Und finde ich aber sympathisch auch irgendwie. Von uns hat es keiner einfach. Sag Bayern und sag Eintracht. Alle. Wenn wir kommen, halt den Ball flach. Ich will gehen, den du kennst. Alle. Wir tragen keine Vans. Keine enge Jeans und kein Polo-Hemd. Oberkörper frei, bra. Ey, ich finde, er kommt gut auf den Beat, Mann. Ich finde, er kommt sehr gut auf den Beat. Vans. Text ist jetzt noch kein Meisterwerk, aber muss es bei Capital auch nicht sein, finde ich. Keine enge Jeans und kein Polo-Hemd. Oberkörper frei, bra. Und die Rolli glänzt. Bra Musik. Kein Drogentest. Nee, nee, nee. Ey, das finde ich nice, Mann. Das finde ich nice. Das ist der neue Brat, den er verschüttet hat, statt irgendeinem Belvedere-Wodka oder so, auch nice. Ey, ich weiß, es ist jetzt immer noch so kein textliches Highlight und immer noch nicht, keine Ahnung, die heftigste Neuerfindung jetzt, die wir bei Capital haben. Aber ich finde es angenehm, dass er so ein bisschen wieder in diese Richtung geht. Keine Ahnung, ich find's nice. Was für Gangster, ihr seid Heuchler. Alle, bra. Was für Dealer, ihr seid Läufer. Lauf doch an. Wir sind Kämpfer, Yuri Boyka. Ich kauf Klicks, wir kaufen Häuser. Ich fick. Oha. Was? Also erstmal, ihr kauft Klicks, wir kaufen Häuser. Gute Zeile finde ich echt, actually eine gute Zeile. Kämpfer, Yuri Boyka. Ich kauf Klicks, wir kaufen Häuser. Ich fick. Wen? Was räumt sich auf Häuser? Ich fick. Kauft Klicks, wir kaufen Häuser. Ich fick. Okay. Ich weiß leider nicht, wer da rein soll. Aber bis jetzt keine technisches Highlight oder so von Capital, aber actually not bad. Halbe Mio lass ich bei KT. An meinem Hals hängt dein AMG. Du redest. Ich mag die Adlibs gerne. Ich find's komisch, wird Kylian Mbappé so ausgesprochen? Wird er so Kylian? Kylian? Kian? Kilian, die sagen so Kilian. Kilian, heißt er so? Dribbeln, so wie Kilian Mbappé.
Was ein Einstieg, Digga. Was ein guter Einstieg von Farid. Und ich finde es auch sehr sympathisch, dass sie einfach ein bisschen kicken im Video. Kommt mit dem ich Mrs. Bellas Talk, wenn ich im Fitnesscenter joke, schnell wie immer Winterdorf von dem. Oh ey, okay, krasser Einstieg von Farid, krasser Einstieg, gute Zeile mit Mrs. Bella, da muss ich immer an dieses Video denken, wo Mrs. Bella mit Inscope draußen ist und Farid irgendwie aus dem Auto ruft, ey Inscope, können wir ein Foto machen oder so? Das hatte ich gefühlt schon 100 Mal in diesen YouTube-Shorts drin. Mit dem ich Mrs. Bellas Talk, wenn ich im Fitnesscenter joke, schnell wie immer Winterdorf von dem Hintermann performst. Oh. Christian Dior, mein Life ein Hindernis, Parcours wie bei Ninja Warrior. Mbappé. Ey, Farid kam extrem gut auf den Beat, fand ich. Jeden Tag eine andere, die von Insta bläst. Kein Rap-Interpret, du siehst aus wie ein Chippendale. Der Lockdown ist vorbei, du kommst wieder ins Café. Sind Chippendales nicht diese... Warte, sind... Nee. Ich dachte, das sind irgendwelche Schlager-Dingsies. Aber, oder sind das irgendwelche... Irgendwelche Playboy-Leute? Bro, ich weiß es nicht. Nach meinem Album fließt Blut in Deutschland. Deutsche Rapper werden niemals Kugeln feuern, zahlen fast 5. Ey, was mir auch gerade auffällt. Ich habe in meiner letzten Reaction zu Kolle gesagt, der neue Kolle-Song heißt der Showtime Forever. Und Kolle und Farid haben beide so ein Bild mit so einer 4 gepostet. Gar nicht relevant gerade eigentlich, aber es ist mir nur gerade eingefallen. Fließt Blut in Deutschland. Deutsche Rapper werden niemals Kugeln feuern, zahlen fast 50%, aber nicht Umsatzsteuer. Boah, ey, auch gute Zeile, gute Zeile. Ich hab mehr Rapper gefickt als dieser. Als Bro, bitte lass doch die Namen drin. 50%, aber nicht Umsatzsteuer. Ich hab mehr Rapper gefickt als dieser. Ha. Ey, ich bin auch einfach vielleicht nicht zu sehr drin, um zu wissen, welcher Name denn gehört. Halbe Mio, lass ich bei KT. An meinem Hals hängt ein AMG. Bis jetzt, ich bin sehr zufrieden mit dem Song, muss ich sagen. Du redest über mich in dein Café. Kapital ist Kylian Mbappé. Dribbel, dribbel, so wie Kylian Mbappé. Dribbel, dribbel, so wie Kylian Mbappé. Dribbel, dribbel, so wie Kylian Mbappé. Oha, ey, dieses A-Shot von Contra jetzt da drauf. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie er jetzt hier drauf passt, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe hohe Erwartungen, muss ich sagen. So wie Kylian Mbappé. Ich hab Real Talk hohe Erwartungen, ich bin ein bisschen aufgeregt sogar. Ich bin ein kleiner freudiger Sohn gerade sogar. Es ist fake und braucht bisschen mehr Realness. Sag deinem scheiß Ghostwriter, du brauchst bisschen mehr Tiefe. Wow, ey, ich hab Gänsehaut direkt bekommen. Allein durch dieses ey von ihm. Ey, wir hören nochmal komplett rein. Boah, Gänsehaut, Real Talk. Es ist fake und braucht bisschen mehr Realness. Sag deinem scheiß Ghostwriter, du brauchst bisschen mehr Tiefe. Halber Dr. Strange hier rausgeholt gerade. Rücken, der dich knechtet, du brauchst bisschen mehr Liebe. Komm und gib mir ein Problem, denn ich muss bisschen mehr schießen. Dein Gummibärch im Bodyguard klärt keinen Streit. Ich seh dich und kriege Bock auf einen Bärnackelfight. Oha, Mann, ey, diese Betonungen und diese Atmo bei Contra ist anders. Im Bodyguard klärt keinen Streit. Ich seh dich und kriege Bock auf einen Bärnackelfight. Straßenköter-Style mit Oberkörper frei. Was für Reden an dem Tisch, ich klär alleine gegen drei. Ey, auch komm, lass uns reden an meinem Tisch. Da muss ich immer an Manuelsen denken, irgendwie an meinem Tisch wird nicht gelogen oder so, keine Ahnung. Ich bin auch bei diesen Insidern gar nicht so drin, Mann. Ist mir auch egal eigentlich, aber geil, Mann, der geht gut ab. Der geht gut ab, Alter. Holy shit. Style mit Oberkörper frei, was für Reden an dem Tisch, ich klär alleine gegen drei. Boah. Palavino Ruski, die andere Hälfte Deutscher, doch komplett Berliner und ganz sicher nicht dein Freund, Mann. Sie kidnappen dein Bro. Die Klicks werden teurer und wer weiß. Der weiß schon, wie es gemeint ist. Es erinnert mich so ein bisschen an die älteren Contra-Songs. So, ich habe mir da vor ein paar Wochen oder Monaten mal so ein, zwei reingezogen, wo er noch in einem Bus oder an einer Bushaltestelle rappt oder so, wo er noch ganz jung ist. Da war auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung so. Krass, Mann, aber es geht gut ab. Heftig. Ey, sehr erfrischend, diese Kombination so zu hören irgendwie. Holy shit. Geil! Real Talk gefällt mir sehr gut. Sehr sympathisches Video, auch jetzt nicht das High-Class-Video des Todes, aber einfach ein bisschen entspannt kicken, gute Zeit haben. Geil, Mann. Nice! Gerade der Part von Contra am Ende, unerwartet.
Aber gefällt mir sehr, muss ich sagen. Aber Gottes große Bruder, grüß. Geil, Mann. Okay, am Ende nur noch die Arena-Tour-Werbung und die Merchandise-Werbung. Aber ey, holy shit. Ungewohnte Kombination, aber erfrischend ungewohnt. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Damn. Sowohl der Einstieg, sowohl bei Farid eine 1+, als auch bei Contra eine 1+. Wobei ich den bei Farid noch krasser fand. Ich glaube, ich fand Farids Part mit am besten, aber Contra war dicht gefolgt auf jeden Fall. Hat gut abgerissen, auch Kapital, finde ich. Joke gefällt mir sogar ein bisschen besser zum Ende. Ich habe den am Anfang ein bisschen nervig gefunden, weil ich die Aussprache von Kilian dumm fand irgendwie. Aber ich glaube, der heißt tatsächlich so und ich habe es immer falsch gesagt. Aber ansonsten, geiler Song, Mann. Holy shit. Gefällt mir sehr gut, Alter. Gefällt mir sehr gut. Krass. Krass, geht gut nach vorne. Ey, lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Unter welchem Part fandet ihr am besten? Und würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video vorne. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.